Das ist natürlich ein sehr schlechtes Licht und es geht ja genau darum, das Gemeinwohlinteresse zu vertreten als Politiker. Und da kann man einfach nicht verlangen, dass man gleich behandelt wird wie der einfache Bürger, der vielleicht einen Fehler macht. Da ist man, hat man eine institutionelle Rolle und man soll als Vorbild gelten. Und in diesem Fall war Manfred Wallace einfach nicht ein Vorbild. Sie wollen einen Beitrag dazu leisten, dass in den Dolomiten weiterhin schlecht über mich berichtet wird. Grundsätzlich denke ich, ist das Thema sinnvoll und ist anzugehen. Die Formulierung von Weißer hat mir nicht gefallen, sie war mir zu hart. Und man hätte hier durchaus eine vernünftigere Lösung finden können. Aber das Thema ist brisant.